Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Ja, ich bin heute unterwegs mit dem Thomas. Hallo. Hallo. Und wir schauen uns heute eine alte, verlassene Gaststätte an. Ja, wir haben jetzt schon Zugang gefunden. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Viel Spaß mit dem Video. Der Zugang soll ja hier sein. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, schaut das Schaff mal an. Oh, das knarzt hier überall. Der Assault ist ein Modergeruch. Ja, den liebe ich. Den habe ich auch in der Nase. Aber das muss mal hier so ein Tanzsaal gewesen sein. Sieht zumindest so aus. Ja, gehen wir mal hier links. Das sieht mal aus wie der Toilettenbereich. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Ganzen Berg von Müllsäcken. Die haben hier alles entkernt, komplett. Ja, hier haben wir noch so einen alten Schrank. Schaut mal. So, heute habe ich auch die neue Taschenlampe dabei von Olight. So, da könnt ihr das sehen hier. Ich hoffe, so ein bisschen erkennen. Das ist die i5T EOS. Ja, die hat zwar nur 300 Lumen, aber dafür ist es schon recht gut hell, muss man sagen. Ja, die haben hier alles rausgerissen, komplett. Aber cool, hat schon was, ne? Die Toiletten sind nebeneinander. Ah, das haben sie alles rausgerissen hier, die ganzen Trenndinger hier. Ich glaube, wir gehen mal in den Küchenbereich. Ach, guck mal, haben wir wieder so einen Warnhinweis vor Gasansammlung. Erstickungsgefahr. Ach du liebe Zeit. Und ist noch was drin? Ja, hier steht noch was. Eingemachtes. Glühwein. Was ist das da? Schnaps. Oh, die kleben fest. Guck mal hier. Oh, oh. Ja, ich habe keine Ahnung. Himbeeren mit Tiramisu-Creme. Guckt mal. Oh. Ist 2011 haltbar. Sehr lecker. Wollen wir probieren? Nee, lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. Dann gehen wir mal lieber. Hier haben wir auch noch was da oben. Ach, guck mal hier. Na, Nudeln. Hochaktuell. Jo. Da haben wir noch Nüdelchen. Die können die das zurücklassen. Ja. Jetzt wird's gebraucht. Im Klo haben wir aber keine Klorollen mehr, ne? Ne, ne. Leider nicht mehr. Komm raus. Knoblauchsoße. Ja, hier haben wir eine Atemschutzmaske. Echt? Mhm. Ich habe keine, ich könnte die gebrauchen.
Hier, Knorr, chinesische, asiatische Nudelsuppen. Nudelsuppe, so. Ja, ich wollte schon sagen, Suppen. Da oben haben wir die ganzen Gewürze. Bis 2014 haltbar, so Pfeffer haben wir da vorne. Essig. Und da hinten noch diverse Einmachgläser. Hier haben wir so einen alten Tennisschläger. Dann haben wir hier Besteck, Gläser, Vasen. Hier haben wir noch einen alten Bauarbeiterhelm. Ja, da komme ich gleich zu. Ja, hier hat man schon, sieht man, wie die alle schon zusammengesucht haben hier. So in den Kisten rein. Oh Gott, Tee. Meinst du, wir finden das raus, seit wann das leer steht? Okay. Ob wir einen Hinweis finden, seit wann das verlassen wurde? Ja, auf jeden Fall schon mal vor 2011, ne? 2011, das könnte hinhauen. Nee, also auf jeden Fall schon mal vor 2011. Nee, ist richtig. Weil dann eigentlich doch haltbar war. Naja. Sie haben mir dann gezeigt. Hast du was gefunden? Nee, nur eine Spinne. Boah, es hat ein Riesenvieh. Meine Güte. Kacke. Es hat eine Riesenspinne. Das müssen wir unbedingt festhalten, ne? Krass. Also was Großes habe ich noch nie gesehen. Nein, also ich bitte dich. Naja, so, jetzt so, noch nie. Ich bitte dich. Toilette. Was haben wir denn da? Schankraum oder was? Schelle. Ach so, Toilette, Schelle. So, hier steht Privat. Hier haben wir noch so einen alten Fernseher. Was haben wir denn ab für einen? Panasonic. So, haben wir hier das Badezimmer, das geht da hinten noch weiter. Und eine Toilette. Mit zwei Waschmaschinen. Ne, drei Waschmaschinen. Ja. Obwohl der rechte könnte auch ein Trockner sein. Ja. Na gut. Oh. Warte. Ja, von da hinten sind wir gekommen gerade, aber ich schau mal im Tier. Hier ist noch Strom drauf. Sicherung ist eingeschaltet. Ne? Das ist aber hier für die Baustelle. Die haben ja wahrscheinlich angefangen zu entkernen und ja, haben dann wohl irgendwie, warum auch immer, alles abgebrochen. Das ist natürlich sehr schade. Das sieht mir nämlich so danach aus. Deswegen auch dieser Stromgenerator von der Baustelle hier. Hier mit diesem Starkstromkabel auf dem Boden. Hier haben wir so eine alte Webmaschine. Oder ist das eine Nähmaschine? Auf jeden Fall konnte man hier früher so drauf treten. Und dann drehte sich das Rad. Seht ihr? Aber sehr interessant, so zu sehen. Funktioniert sogar noch. Das funktioniert noch. Nähmaschine, ja. Da stand früher eine alte Nähmaschine drauf.
Ja. So. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier durch. Ich gucke nochmal hinter der Tür. Ah, ich habe eine Treppe gefunden. Ja, guck mal hier, die geheime Treppe. Hier, hinter der Tür. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier hoch, ne? Würde ich sagen. Dann schauen wir uns das mal hier an. Irgendwo muss ja ein Zugang sein. Komplett. Hier kann man sich ja vorstellen, wo die Wände waren. Also da war hier ein Zimmer. Wirklich auf die gleiche Stelle. Dann war hier ein Zimmer. Und hier hinten ein Zimmer. Hier stehen noch die alten Schränke. Guck mal hier mal ein Loch in der Wand. Oh, da gehe ich nicht einen Schritt weiter. Der Boden, der gibt nach. Aber ja. Schade eigentlich, ich wäre gerne da reingegangen hier. Aber da muss da auch einen Zugang geben. Ist auch nochmal Dachbodenbereich. Hier, schau. Warst du da drin, auch in dem Raum? Der Boden hat sich ja schon nachgegeben, ne? Sehr stark. Da bin ich ja nicht reingegangen. Nee, nee. Aber hier so die Toilette. Ich gehe da nicht rein. Komm da mit meinem Bauch nicht durch. Thomas ist da durchgekrochen. Hier, hier. Hier ist deine Cam. Mach mal direkt ein paar Aufnahmen. Mach direkt ein paar Aufnahmen. Aber hier ist nicht viel. Ja, ich weiß. Ich wollte eher gucken, ob ich hier einen Schraubendreher sitze. Soll ich das mitnehmen oder was? Ja gut, mach mal. Aufnahme läuft. Okay. So. Jetzt wird es ein bisschen. Ein bisschen wackeliger als bei dir wahrscheinlich. Bitte? Nö. Ah, die Verzögerung, die Kamera. Okay, komm schon. Hier ist nicht mehr viel, ne? Ich dachte, vielleicht finde ich nur irgendwas Nützliches noch. Selbstgemaltes Bild. Was war's? Also viel hast du hier nicht. Zahnbürste, wenn du willst. Willst du? Eine Zahnbürste, wenn du möchtest. Stifte, wenn die wahrscheinlich ein Kind eingesperrt, ey. Gymnasium. Kacke ist da. Schön. Also, das sind die schlechtesten Aufnahmen überhaupt. Ist egal. Jo, dann danke ich dir. So, da bin ich wieder. Der war doch in der Tasche. Nicht abhauen, ne? Ja. Gib mir deine Tasche. Der ist nicht mehr raus. Oh ja, das wär's jetzt.
So, Thomas versucht jetzt durch dieses Loch zu kriechen. Er hat's geschafft. Ja, nicht sehr. Hey! Nicht sehr grazil. Er hat's geschafft. Alter, nicht dein Ernst. Bitte schön. Nicht sehr grazil gewesen, aber. So. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Steile Treppe, ne? Mhm. Oh, die Lampe hat auch was. Dann streicheln sie. Mal gucken, ob vielleicht ein Geist rauskommt. War da noch was? Ja, sind wir durch, ne? So, wir sind jetzt noch nicht fertig. Einen Kellerzugang gefunden. Wir haben jetzt noch einen Kellerzugang gefunden, der befindet sich genau dort. Und ja, ich hoffe, die Tür ist auf. Wir wissen nicht, was da sich hinter verbirgt. Das könnte alles sein. Ne? Ja, wolltest du vorgehen oder soll ich vorgehen? Ich will die Tür auf. Kommt schon die kalte Luft. Da war schon Jahre keiner mehr unten. Willst du vor? Ich bin auch vermisst, egal. Ich dachte wegen der Kamera. Da war schon lange keiner mehr unten. Moment. Das wäre sinnvoll. Boah, hier nur die Spinnenweben. Boah, alles voll hier. Ich kann auch vor, den Schiss. Dann, nee, mach mal die Spinnenweben weg. Danke. Ich liebe solche Keller. Vorne diese ganz alte Wölbung, schaut mal. Also ich komme hier gerade mal, ne, in geduckter Haltung durch. Was haben wir denn hier? Schinkenjäger. Beuting Pfirsich. Feige. Johanneshöfer. Wahnsinn. Vor allem die Fensterverglasung. Das könnt ihr gar nicht sehen. Schaut mal. Mit Verzierung. Seht ihr das? Das ist ja mal richtig stark. Ganz altes Kellerfenster. Guck mal, ganz alte Gläser. Wie kann man sowas kaputt machen? Aber das ist, das siehst du. Das ist auf natürliche Art und Weise kaputt gegangen hier. Eingekracht, seht ihr? Ich denke mal, durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat das nachgegeben. Und dann natürlich das Geschirr auf dem Boden gelandet. Das hier, ich dachte schon, es wäre so ein... Englisches. Ja, dann gehen wir mal wieder hier raus. Machen wir die Tür wieder zu hier. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Keller. Und wir sind jetzt auch fertig. Also der Keller hat mir jetzt am besten gefallen. Ja, ich, ne? Der hat klein, was. War natürlich klein. Hast du das Fenster unten gesehen, diese Verzierung? Alt, richtig alt, sag ich dir. Was meinst du denn, das erste Fenster da? Hier das erste direkt unten. Nee, doch, natürlich habe ich es gesehen. So milchig und dann leider schon kaputt, aber gut, es hat schon was gehabt, also. Ne? Oh, jetzt muss ich das. Nein, das habe ich nicht. Das ich muss tatsächlich sagen, ein bisschen Kopfschmerzen habe ich jetzt schon. Ja, vielleicht. Aber ich habe auch generell Kopfschmerzen, Corona. Ne? Ja, müssen wir nur aufpassen, ne? Also wir passen auf und. Ja, wir sind jetzt fertig. Wir gehen jetzt hier raus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann abonniert mich doch einfach kostenlos und lasst mir einen Daumen hoch da. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.